Guten Morgen, liebe Angelfreunde. Der liebe Christian und ich sind in einer neuen Mission unterwegs. Heute geht es auf die große Wasserfläche und wir stellen uns die auch für euch besonders spannende Frage: Wo sind die Räuber im zeitigen Frühjahr zu finden? Flach oder tief, am Ufer oder eben auch ein bisschen weiter in größeren Wassertiefen zu finden? Das ist die Frage, die wir heute angehen und ihr dürft dabei sein. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Christian, was sagst du dazu? Sieht sehr interessant aus. Ich glaube, das wird ein richtig geiler Köder. Freue mich schon mal, mit dem mal angeln zu können. Sieht richtig, richtig interessant aus. Ja, eine spannende Frage und Unterscheidung, die wir treffen müssen. Wir haben heute wohl keine Sonne. Es ist relativ trübes, kühles Wetter. Die Wassertemperatur liegt bei reichlich 8 Grad und es gibt keine Aufwärmzonen. Das heißt, wir können jetzt schlecht nach Temperatur suchen, die durch die Sonne dann im Tagesverlauf hochgeht. Wir müssen uns also andere Gedanken machen, als das bei Sonnenschein der Fall wäre. Bei Sonne kannst du in Flachwasser ganz schnell die Fische erwarten, wenn da die Sonne dann auch das Wasser entsprechend aufwärmen kann. Das ist also für mich ein wichtiges Suchkriterium, das aber heute leider ausfällt. Wenn man so gar nichts weiß, wenn man also ins kalte Wasser im wahrsten Sinne des Wortes springt, dann suche ich mir als erstes eine Stelle, die vielleicht nur eine Einmündung ist und wo viele unterschiedliche Wassertiefen dicht beieinander liegen. Ich kann also hier in diesem Mündungsbereich jetzt ganz flach angeln, ich kann aufs Ufer werfen. Ich kann tief angeln, ich kann also bis 6-7 Meter Wassertiefe alles erreichen und hier sind also auch immer ein paar Fische vorhanden. Das heißt, ich kann also hier ein erstes Gefühl dafür entwickeln, wo es sich besonders lohnen könnte, flach oder tief. Der ist aber schön eingeschießt, glaube ich, ein Hecht. Da ein Esox, ein kleiner Hecht. Ein Schnuffi-Hecht. Also dieser Hecht stand jetzt geschätzt auf 4-5 Metern Wassertiefe. Der wollte ihn haben, der hat den Köder Wolle inhaliert. Ein Esox, der erste Fisch des Tages, schon mal einen Fisch gefunden. Ich habe schon was essen, ich habe schon einen Fisch gefangen. Ja, wir haben uns jetzt hier an der Kante herumgeangelt. Und schon ein bisschen draußen im freien Wasser, an einer abfallenden Kante,
von ungefähr 3 auf 5, 6 Metern, da kam der Hecht her, der erste Biss des Tages. Wir haben jetzt schon eine ganze Weile geangelt, haben also auch auf dem Echolot relativ viel Futterfisch gesehen, zumindest Futterfisch, aber da war kein Räuber dazwischen. Hier ist fast nichts auf dem Echolot zu sehen und hier kam der Hecht. Christian, hast du schon neue Erkenntnisse, Strategie verändert? Ja, bis jetzt mal noch probieren. Ich habe so ein Gefühl, vielleicht etwas leichter probieren mit dem Bleikopf. Das muss ich mal testen, mal probieren. Was hast du jetzt drauf? Jetzt habe ich 14 Gramm drauf. Und als Köder? Köder ist, glaube ich, so ein 14 cm Butcher habe ich jetzt. Ah ja, Babybutcher dann. Baby-Butcher, ja. Auch gute Wahl, alles klar. Weg ist er. Oh, auch wieder voll der. Christian, was war das? Der erste Biss des Tages und gleich ein Fehlbiss. Den habe ich versiebelt da draußen. Was heißt da draußen? Wie tief warst du da ungefähr? Ich glaube, das war noch so hinter der Kante, so 5 Meter, glaube ich. 5 Meter hat es da schon. Ziemlich weit draußen, aber der war schneller als ich. Zweiter Biss im tieferen Wasser. Ob das jetzt ein Zeichen ist, wage ich noch nicht zu sagen. Ganz wichtig, lasst euch von kleineren Hechten nicht zu sehr fehlleiten. Kleine Hechte sind ganz oft überall, das heißt von ganz flach bis ganz tief zu finden. Wichtig ist es, dass man auch versucht, dann so ein bisschen links und rechts zu probieren, weil die größeren und die anderen Fischarten, die größeren Hechte und die anderen Fischarten, die können auch woanders sein. Also es ist ein Indiz, dass 5 Meter vielleicht eine ganz gute Tiefe ist, aber keine Sicherheit. Gerade jetzt im Frühjahr kommt es ganz stark darauf an, dass man trotzdem immer wieder variabel angelt. Auch dem Wetter entsprechend. Wenn es sonnig wird, gehen die Fische flacher. Und wenn es so trübe ist, dann sind sie mehr verteilt, weil wir dann keine Temperaturschichtung bzw. keine Temperaturerwerbung haben. Da ist so einer. Aber auch nichts Großes. Nee, ein Hechtchen. Kleiner Hecht. Oh. Ist denn das war ein flacher, ne? Flacher Hecht hier. Ein flacher Hecht, ein Zalt. Ein Zalthecht. Ein UBS-Zalthecht. Jetzt darf ich frühstücken. Jetzt darfst du frühstücken. Jetzt darf ich frühstücken. Der erste ist gefangen. Ja, Christians Hecht war die Nummer 2. Er hatte vorher auch schon mal einen Biss. Und die Hechte haben jetzt flach gebissen. Ganz dicht am Ufer auf der Steinpackung. Aber ich habe euch schon gesagt, es ist jetzt kein Maßstab, wenn nur kleine Hechte beißen. Deswegen fahren wir jetzt noch mal ein Stückchen weiter. Wir suchen noch mal andere interessante Bereiche ab. Weil ich habe die Hoffnung, dass wir auch noch ein paar bessere Fische finden. Das ist ein Einschlag, Alter. Aber volles Rohr. Aber richtiger. Den wollte ich jetzt aber haben, du. Boah. Christian, was ist da passiert? Das war jetzt ein richtiger Einschlag, du. Ah, er macht sich auch gut. Guck mal. Ja. Ein Hecht. Oh, aber der Biss war gut. Der wollte ihn haben. Der wollte den richtig haben. Und tschüss. Das war ein Quick Release. Quick Release. Boah. Und? Geiler Biss, richtig satter Einschlag.
Ja, ihr habt es gemerkt, wir haben jetzt gerade einen Stellenwechsel vollzogen. Wir sind jetzt mal an eine ganz flach auslaufende Kante herangefahren. Mitten auf dem See, aber es wird richtig flach, so bis 1,5 Meter Wassertiefe. Und an der abfallenden Kante, auf dem zweiten Wurf oder sowas, kam hier beim Christian gleich der Fisch. Das lässt hoffen, dass wir hier vielleicht einen Spot, zumindest eine Kante mit ein paar Fischen gefunden haben. Zwei Würfe später, nächster Fisch. Dicker Barsch. Guck mal, die finden wir auch gut. Schöne Barsche, auf Zalt. Ein dicker Barsch. Ja, das scheint doch eine fischige Ecke zu sein. Ein Zaltbarsch. Ist doch auch schon mal ganz gut, ne? Hecht und Barsch direkt hintereinander. Das lässt hoffen, dass wir hier eine heiße Kante haben. Und das zeigt euch, dass auch wenn man irgendwo mal einen Fisch gefangen hat, wenn es dann nicht gut weitergeht, dann schnell auch gravierende Stellenwechsel vollziehen. Gerade wenn man frisch auf dem Wasser ist und noch nicht viel weiß, dann ganz schnell Stellenhopping machen, um sich Eindrücke zu sammeln. Das ist mir die liebste Methode, um dann auch ein Gewässer schnell erschließen zu können. Ruhig ein paar Fische liegen lassen, wenn man das Gefühl hat, da ist noch was. Nicht zu lange festbeißen, sondern wirklich ganz viele Stellen hintereinander machen, um dann auch miteinander vergleichen zu können. Da ist der nächste. Der scheint auch ein bisschen, naja, der ist nur ein bisschen quirliger. Der haut uns aber eine Welle raus. Aber hier scheint jetzt ein Nest zu sein, ne? Hier haben wir ein paar Fische mehr. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine Kante, wo ein paar Hechte drauf sind. Und ein Barsch. Zwei Haken drin ist gefährlich. Der hat Ärger mit Mama gehabt. Guck mal hier. Zalt funktioniert auch ganz gut im Frühjahr. Sind zwar noch nicht die Riesenfische, aber es klappt. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Das ist jetzt der dritte Fisch innerhalb von, ich weiß nicht, 10 Minuten. Also wir haben noch nicht oft geworfen. Also Stellensuche scheint sich jetzt ein bisschen zu präzisieren. Kante von 1,5 Meter runter auf 2,5, 3 Meter scheint richtig heiß zu sein. Da stehen jetzt zumindest mal ein Barsch und mindestens zwei Hechte dran. Aber ich glaube, wir haben jetzt erst ein kleines Stückchen von der Kante ausprobiert. Hier geht noch mehr. Unsere Kante hier ist zu Ende gegangen, schneller als ich das erhofft habe. Entsprechend kommen auch keine Fische mehr und deswegen suchen wir mal schnell weiter. Man könnte jetzt noch ein zweites Mal über die Kante gehen, aber ihr und wir wollen ja Fische finden, viele verschiedene interessante Punkte finden und deswegen lassen wir die paar Fische da jetzt liegen und suchen einfach noch mal weiter, ob wir noch was Schönes finden. Ah. Oh, es kann vielleicht entweder Zettisa oder dicker Barsch oder doch vielleicht der kleine Hecht. Christian, das war ein Tiefer auf Gummi, ne? Ah, guck mal. Ein Zander. Ein Butcherzander. Genau deswegen hatte ich hier angehalten. Ich wollte mal tief gucken. Dritte Fischart, die hat uns noch gefehlt.
Ein Butcher-Zetti. Petri Heil. Ja, da haben wir sie, die dritte Fischart. Nicht immer auf den gleichen Stellen stehen bleiben. Wir haben jetzt nochmal gewechselt. Wir sind jetzt in tieferes Wasser, so auf 6-7 Meter gefahren, sogar tagsüber. Und da kam nach längerem Angeln dann die dritte Fischart, also endlich mal ein Zander. Alle drei Fischarten gefunden, das macht uns zufrieden. Aber wir sind noch nicht fertig, wir haben noch eine ganze Weile zu angeln, denn es ist erst kurz nach 12. Wir haben noch nicht mal Halbzeit von der Angelzeit über den Tagesverlauf. Oh. Ah, weg ist er! Wo sind sie? Wo sind sie? Der war im Absinken. Weiß nicht, was das ist. Der hat eine im Absinken gefangen. Im ersten Absinken. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Scheint ein Hecht zu sein, aber der ist lebhaft. Ein Hecht. Im Freiwasser war der. Voll ins Tiefe geworfen und im Absinken aufgefangen. Da ist 9 Meter tief da draußen. Guck mal, der hat sogar noch einen Wurm drauf. Der Köder und der Hecht dazu. Da haben wir jetzt ein paar davon. Ja, eigentlich dachte ich, dass ich euch am Nachmittag so ein paar Resümees geben kann und euch etwas genauer sagen kann, wo und wie die Fische zu fangen sind. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig den Faden raus habe ich noch nicht. Wir haben jetzt flach gefangen an Kanten, 1,5-2 Meter tief. Wir haben jetzt hier ganz tief auf 9 Metern gefangen. Wir haben auf 5-6 Metern gefangen. Es ist sau schwer, jetzt hier irgendwie eine Linie zu ziehen. Die kleineren Hechte, die ja heute total überwogen, scheinen überall zu sein. Das ist eine kleine Seuche, aber eine schöne Seuche. Und wir suchen weiter. Erstes Absinken gibt's doch gar nicht. Maulwurf. Ich glaube, das ist der bessere Hecht jetzt. Größerer Hecht tief. Kommt jetzt hier hoch. Eigentlich wollten wir hier Barsche fangen. Macht der schon mal ein bisschen mehr Alarm. Ja, das ist ein bisschen mehr Hecht. Das ist ein Meterhecht. Ja. Ein Meterhecht. Und der war tief. Da kommt er. 100 Meter. Auf den Butcher. Ein UBS-Butcher. Wir haben den dicken Hecht gefunden und dann gar nicht da, wo ich ihn erwartet habe. Ganz tief. Und wir dachten schon, hier sind nur kleine Hechte. Heil, da ist der Meterhecht. Da haben wir unser Meter. Super. Ein Meter fünf, ne? So, jetzt haben wir 9 Fische. Jetzt müssen wir den 10. auch noch fangen. Christian, den musst du fangen.
gib mir Mühe, 10 müssen es heute sein. Es ist jetzt Ziel, den 10. zu fangen. Den kriegen wir noch, hoffe ich. Da ist noch einer. Glaub, das ist ein Barsch. Ich glaube, das ist ein Barsch. Das ist kein Hecht. Das könnte ein dicker Barsch sein, ja. Das fühlt sich sehr nach einem dicken Barsch an. Und das ist ein dicker Barsch. Jetzt kommt der Zielfisch, den ich eigentlich hier fangen wollte. Schöner 40 plus Barsch, ein dicker, dicker Barsch. Den nehmen wir mal auf den Kescher, weil den will ich euch ja auch zeigen. Da haben wir noch den dicken Barsch. Ach, geil. Damit habe ich das Triple voll. Schöner Barsch. 44. Ja, das waren die Erfolgsköder. Der Butcher hier in 3 verschiedenen Farben. Dann der Zalt in UBS-Farbe und der Rippler in UBS-Farbe. Das waren heute die Erfolgsköder. Ja, liebe Angelfreunde, ihr seht, wir haben jetzt schon das Licht eingeschaltet. Der Christian will unbedingt noch unseren 11. Fisch fangen, aber der erbarmt sich nicht. Den heben wir uns auf für die nächste Tour. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben auch verschiedene Köder gefangen, die habe ich euch gerade noch erklärt. Und wir haben komischerweise sowohl flach als auch ziemlich tief fangen können. Und das ist im Frühjahr häufig so. Je wärmer es wird, je mehr sich die Flachwasserzonen aufwärmen, desto wahrscheinlicher fangt ihr im flacheren Wasser. Und je kälter es draußen ist, je mehr sich das auch im Frühjahr dann mal wieder abkühlt, desto wahrscheinlicher fangt ihr auch im tieferen Wasser. Als wir heute Morgen rausgefahren sind, habe ich euch ja gesagt, dass es sein kann, dass die in verschiedenen Tiefen sind. Und so ist es dann tatsächlich auch gekommen. Für mich der beste Köder war heute der UBS-Butcher. Der hat mir einen schönen 44er Barsch gebracht und einen 1,5 Meter Hecht. Das sind beides in meinen Augen kapitale Fische und damit kann man mehr als zufrieden sein, wenn man Raubfische sucht. Ich würde sagen, das war's für heute. Der Christian und ich sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für euer Interesse. Euer Uli Bayer.